vor Venedig, Union Lido, Italiens größter Campingplatz. Seit 50 Jahren fest in deutscher Hand. Resi und Willi Gohl sind Dauercamper. Ihr Wohnwagen längst ein Schwarzwaldhäuschen. Also es ist schon mehr ein ganz, ganz winzig kleines Ferienhaus. Hochsaison, 11.000 Camper auf dem Platz, täglich frische Brötchen aus Deutschland und bestes Wetter. Meistens. Also, das darf man sich vermiesen. Von Anfang Mai bis Oktober ist Saison. So deutsch wie hier ist Italien nirgendwo. Fünf Monate im Jahr leben Resi und Willi Gohl in Italien. Glückliche Rentner. Fremd ist hier nichts, im Gegenteil, alles wie zu Hause. Nur das Häuschen hat halt Räder. Das ist unsere Schlafstätte hier. Klein, aber wunderbare Matratzen und alles haben wir wie zu Hause. Und hier haben wir jetzt eine kleine Toilette und einen kleinen Waschraum. Es ist auch Heiß- und Kaltwasser da. Und die Toilette ist mit Spülung, mit Wasserspülung. Gohls machen hier Urlaub, seit Union Lido 1955 eröffnet wurde. Einmal sind wir geehrt worden für 45 Jahre. Und letztes Jahr war ja 50 Jahre. Und da haben wir dann das gekriegt mit Namen. Dann haben wir hier noch die große Ecke. Man kann hier auch den Tisch runterlassen. Die Kissen kommen dann da drunter. Und dann können also gut 3 Personen können dann hier auch noch schlafen. Eiche rustikal an der Adria. Alles, was das Camperherz begehrt. Ist das wirklich noch Campen oder ist das nicht schon fast ein Ferienhaus? Also man muss sagen, also Campen ist es also wirklich fast nicht mehr. Also es ist schon mehr ein ganz, ganz winzig kleines Ferienhaus. Kaum noch als Wohnwagen zu erkennen, die Schwarzwaldvilla der Gohls. Der TÜV ist übrigens seit über 20 Jahren abgelaufen. Hier auf dem Stellplatz ist längst ein zweites Zuhause entstanden, samt Geräteschuppen. Herr Gohl, wie kommt das, dass Sie jetzt hier noch so einen Schuppen stehen haben? Ja, der stammt auch aus den 70er Jahren. Das war früher mal eine Eisbude. Hier wurde Eis verkauft. So 6, 7 Buden waren hier. Und eine blieb übrig und die haben wir bekommen für den Platz. Wir können eben vieles aufheben und die Nachbarn zum Teil wissen auch, dass ich alles habe, von der Schraube bis zum Hammer, bis zur Zange, wenn einer was braucht oder eine Leiter. Es ist also alles hier drin. Es ist ein Durcheinander, aber ich finde es, was ich brauche und ich kann helfen. Samstag, Hauptanreisetag. Bis zu 2000 neue Gäste kommen an. Direktor Armando Ballerin ist auch heute die Ruhe selbst. Seit 22 Jahren leitet er Union Lido. Er kennt seine deutschen Gäste, die erwarten klare Regeln. Deswegen gleich am Eingang die Haus- und Platzordnung. Natürlich auf Deutsch. Die Deutschen sind korrekt, die Deutschen halten die Regeln, weil für die Deutschen müssen die Regeln klar sein. Entweder oder. Also wenn die sagen, wir sind einverstanden, dann die halten die Regeln. Union Lido ist eine funktionierende Kleinstadt und Direktor Ballerin ist der Bürgermeister. Wir haben 7 Restaurants, 6 Bars und ungefähr 20 Geschäfte, von Supermarkt, Boutique, Geschenke und so weiter. Wenn der Direktor mit seinem Elektromobil unterwegs ist, sieht er fast nur bekannte Gesichter. 70% der Urlauber sind Stammgäste. Union Lido erfüllt fast alle Bedürfnisse. Selbst wenn es mal was zu beichten gibt. Hier haben wir unsere Kirche und wir machen 3 verschiedene Service: katholisch, evangelisch und anglikaner. Rund 600.000 Quadratmeter, 3.000 Plätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile. Der Italiener weiß genau, was deutsche Männer wirklich lieben. Also bietet Union Lido gleich 3 Autowaschplätze. Samstags herrscht hier Hochbetrieb, ganz wie in der Heimat. Nutzen Sie dieses Angebot hier mit der Waschanlage häufiger? Ja, immer, immer. Einmal heute, wenn man kommt, dann wird er abgedeckt, die 4 Wochen, und dann brauchen wir eine Halte. Man könnte auch in die Waschanlage fahren und so, aber ich putze lieber mein Auto selber. Handwäsche, da weiß man, was man hat. Und nur so wird die Felge auch innen sauber. Die Deutschen waschen oft das Auto als die anderen. Wir haben hier einen guten Service.
Zurück an der Rezeption. Noch immer lange Schlangen. Neben Deutschen warten Engländer, Dänen, Holländer geduldig, um die nächsten Wochen hier gemeinsam zu verbringen. Selbst die Italiener haben ihre Leidenschaft für Camping streng nach deutscher Ordnung entdeckt. Gerade angekommen, zwei Familien aus Brandenburg. Vorneweg Ehepaar Petzke, seit über 1000 Kilometern direkt dahinter Familie Schulz. Die beiden Paare sind im Konvoi gefahren. Erste Camperpflicht, Platzsuche. Volker Schulz hat sich was einfallen lassen. Konvoi mit Walkie-Talkie. Verständigung unterwegs. Oh, ja, das ist gut. Mhm. Feine Sache, gute Klappe. Platzauswahl ist Männersache. Volker Schulz und Burkhard Petzke überlegen, wie man Zelt und Auto am besten stellt. Die lange Fahrt steckt allen noch in den Knochen. Wir sind seit gestern Mittag oben. Was haben wir losgefahren? Halb eins. 13 Uhr, 12.30 Uhr? Also, nee, 12.15 Uhr. 12 Uhr ja, also fast 24 Stunden unterwegs. 24 Stunden unterwegs und noch immer kein Urlaub in Sicht. Hau, ruck! Den müsst ihr da hinbringen, Mädels. Ausladen, aufbauen, Camperschicksal. Die Paare haben ihren Platz in der Nähe eines Freundes gefunden, der schon seit einer Woche hier ist. Der erfahrene Camper übernimmt das Aufbaukommando. Alter, wo ist das Zelt? Hier! Glück gehabt, das Gestänge hält. Jetzt wird die Plane aufgezogen. Burkhard Petzke weiß genau, wo er anfassen muss. Schließlich campen seine Frau und er seit über 20 Jahren mit genau diesem Zelt. Kurz darauf steht auch das Zelt der Freunde. Für die nächsten 14 Tage das Schlafzimmer von Bianca Schulz. Gebt mal noch ein bisschen nach. Zu weit. Den Innenausbau hat sie voll im Griff. Also das ist ja unsere Schlafkabine. Da wird in die Luftmatratze aufgebaut und hier nebenan noch ein bisschen Kleidungsstück und so. Und hier vorne. Ja, das Vorzelt, da muss man dann sehen. Stühle werden untergestellt, wenn wir mal weggehen sollten. Und Tisch und. Ja. Das Zelt steht. Nur eine Schnur ist noch übrig. Was ist das jetzt noch? Das ist die hintere Schnur, damit das Zelt nicht nach vorne kippt. Die hatten Sie vergessen, oder? Die habe ich vergessen, genau. Aber hat auch so gehalten. So, nun kann der Sturm kommen. Arbeitsteilung. Noch werkeln die Männer an den Zelten, da packt Katrin Petzke bereits die Sachen für den Strand zusammen. Alles seine Ordnung. Sie soll schon mal die besten Plätze sichern. Im Sommer ist so ein Vorabkommando für die Schlacht am Strand empfehlenswert. Plötzlich ein lautes Surren. Elektriker Volker Schulz auf der Höhe der Zeit. Was ist das denn jetzt? Ja, unsere Matratze verliert immer ein bisschen Luft und da muss man immer ein bisschen nachpumpen. Und da ist so eine schöne Akkupumpe, die ist extra dafür, geht wunderbar. Nicht mehr mit dem guten alten Blasebalg? Nee, geht schneller. Dauert 2 Minuten, ist er aufgepustet. Wenn der Akku hält. Der Akku ist leer, aber natürlich hat Elektriker Schulz noch ein Netzgerät dabei. Die Rollen sind klar verteilt. Männer pumpen, Frauen erobern. Katrin Petzke spielt das Mallorca-Handtuchspiel. Wird Platz gesichert. Halten Sie jetzt für die anderen gleich mit frei? Ja. Und wie? Na, indem ich hier eine Liege, da einen Stuhl und ein Handtuch und Sonnenschirme. Andere drücken mal den Stuhl vor hier. Den Stuhl. Den stellen wir hier hin, dass uns vor uns keiner liegt. Ja, so ungefähr. Nee, noch weiter. Hier, stellen wir hier vorne hin. Noch ist der Strand leer. Doch das wird sich schnell ändern. Die erste Reihe ist begehrt. Wer zuerst kommt, den küsst die Welle. Dauercamper Resi und Willi Gohl müssen nicht suchen. Sie kennen ihre Stelle am Strand seit 50 Jahren. Ein Stück weit weg vom Wasser und den ungeliebten Kurzzeitcampern. Natürlich hat Willi Gohl seinen Strandwagen selbst gebaut. Das Besondere ist das Nacharbeiten von dem Wagen. Dieser Wagen ist ein Sackhahn, sagt man dazu. Und den hat man zu Hause im Baumarkt kaufen können. Aber ich habe diesen Kasten hierher gemacht, sodass von hier aus die Sonnenschirme reingesteckt werden können. Und das Brett verlängert. Normal hört das ja hier auf. Und das passen jetzt genau die Liegen drauf. Und die Reifen sind groß genug. Wir haben vorher einen Wagen gehabt, da waren so kleine Reifen drauf. Und dann hat man mehr Sand mitgezogen und es war sehr schwer. Aber diese Reifen sind so groß, dass sie nicht so stark versinken im Sand.
Zwei Stunden später. Europa hat Ferien, der Strand ist voll. Wer jetzt erst kommt, dem bleibt die sechste Reihe. Vorne am Wasser, Frühaufsteher, Platzreservierer und die Kinder. Auch die Brandenburger Campingfreunde sind jetzt vollzählig. Bianca und Volker Schulz haben den Strand inspiziert und für tauglich befunden. Sehr, sehr sauber. Sind keine Algen, kein Tank und auch kein Müll. Ist ja auch immer ganz wichtig, ne? Und wie gesagt, ein ganz breiter Strand. Man hat Platz vor allem. Ja. Naja, nach Platz sieht das hier im Moment nicht so wirklich aus. Ja, doch, wir sitzen doch. Hier, wir haben noch Platz für mich. Man kann ja auch hochrücken noch ein Stück, für hinten ist ja noch Platz. Und wieso machen Sie das nicht? Das heißt, man ist dicht am Wasser, stimmt? Wir sind rechtzeitig hier gewesen, haben jetzt hier unser Reich und sind damit zufrieden. Schön dicht am Wasser. Dicht am Wasser. Und nur hier sind auch die Strandverkäufer. Auch für sie gibt es Regeln. Weiter zwischen die Reihen der Badegäste dürfen sie nicht. Sind die Handtuchverkäufer manchmal lästig? Nein, die dürfen auch nicht jetzt stehen bleiben, maximal 2 Minuten. Und sonst sind die Bademeister schon hier. Und also, nö, lästig sind sie nicht. Für die deutsche Ordnung am Strand nahe Venedig ist Bademeister Stefano zuständig. Ein Handtuchverkäufer hat Gästen aufdringlich Waren angeboten. Schon wird er ermahnt. Auch Ballspielen und laut Radio hören ist hier verboten. Den wachsamen Augen des Strandkontrolleurs entgeht nichts. Baywatch an der Adria. Seit 21 Jahren wacht Rettungsschwimmer Stefano über seine deutschen Gäste. Unter seiner Aufsicht schwimmt man sicher. Aber bitte nur zwischen Strand und Bojen. Resi und Willi Gohl sind zurück vom Strand im Schwarzwaldhaus. Lange faul in der Sonne liegen ist nicht ihr Ding. Glücklicherweise gibt es immer was zu tun. Den Rasen hat Willi selbst gesät und der braucht dringend Wasser. Und wieso ist das Ihnen auch so wichtig, jetzt so einen grünen Rasen vor der Tür zu haben? Ja, also wichtig insofern, als dass ich Spaß dran habe, dass der Rasen überhaupt wächst und wie er kommt dass er schnell kommt und vor allen Dingen fürs Auge, finde ich, ja. Sonst sind ja nur Sandwüsten hier gewesen. Derweil bereitet Resi das Essen vor. So machen sie es jeden Abend, von Mai bis Oktober. Langsam geht der Tag zu Ende, Zeit für die Nachtruhe. Und das wird über Lautsprecher mitgeteilt. Geschätzte Gäste, eine wichtige Information an Sie. Unsere Haus- und Platzordnung sollte in jedem Fall aufmerksam gelesen werden. Vor allem die Nachtruhe ist besonders zu beachten. Ab 23 Uhr sollten Zusammenkünfte im Platz beendet werden, um die Nachtruhe nicht zu stören. Union Lido wünscht Ihnen einen schönen Abend und gute Nacht. Der Sonnenaufgang verspricht wieder einen perfekten Tag an der Adria. Dauercamper Gohls sind Frühaufsteher. Schon kurz nach 7 Uhr beginnt das Leben im Schwarzwaldhaus. Betten machen, lüften, Tisch decken. Punkt 7.30 Uhr eine lange Schlange vor dem Supermarkt. Gerade werden frische Brötchen geliefert. Nicht irgendwelche, sondern echte deutsche. Gebacken in Verona mit Teig aus Augsburg. Mein Vater hat 1974 ein Haus gekauft am Gardasee. Und ich habe damals schon mal gesagt, mein Essen ist eigentlich nicht schlechter als in Deutschland, sagen wir es mal so. Aber der Italiener macht kein Frühstück. Weil der Italiener ist der Brioche und trinkt den Cappuccino dazu. Also das heißt, es gibt sowas gar nicht in Italien und da hat es nicht gegeben. Und vor 10 Jahren habe ich dann das mal probiert. Bin ich mit der Breze in der Hand runtergefahren, bin an den ersten Campingplatz gegangen und habe gesagt, also das essen die Deutschen. Und er hat gesagt, dann bringst du das morgen. Seither liefert Gerhard Seebauer täglich 3000 Brezeln und Brötchen hierher. Sehr zur Freude von Willi Gohl. Sie sind sehr schmackhaft. Also wenn man dagegen andere Brötchen kauft, die wir auch schon gekauft haben, die sind halt italienisch und sie schmecken auch. Aber so wie sie, wie diese hier nicht. Sie sind einfach so wie zu Hause. Ja. Ganz wie zu Hause. Genau so hat Resi Gohl inzwischen auch das Frühstück vorbereitet. Ja, das klingt gut. Super. Eine Schlange. Du kannst ja da mal schon mal reinmachen, dann stellen wir es vielleicht runter. Ich bringe nämlich noch den Kaffee. Ne? Resi Gohl schwärmt von der Freiheit des Campens. Hier kann ich morgens rausgehen, ich kann mir die Zeit einteilen, ich kann frühstücken, wann ich möchte, wie ich möchte, ob ich im Bikini, im Badeanzug oder angezogen, das spielt gar keine Rolle. Ich kann tun und lassen hier ohne Einschränkungen.
Aber jetzt gerade besonders hier gibt es doch viele Einschränkungen und Regeln. Also diese Einschränkungen und Regeln, die müssen sein. Bei so vielen Leuten auf dem Platz, also wir haben ja in der Hauptsaison, schätze ich mal, so 12.000 Menschen am Platz. Auch wenn es weniger sind. Ich meine, eine gewisse Ruhe und Rücksichtnahme, das muss sein. Regel Nummer 1, ganz wie zu Hause. Ordnung muss sein, ja. Also das könnten wir auch nicht so leben, dass der Hof bedeckt wäre mit diesen Nadeln und wir würden es nicht wegmachen. Das könnte ich auf keinen Fall. Ist das auch so ein bisschen typisch deutsch? Ich finde schon, ja. Das ist sicher. Obwohl wir haben ja Italiener, wir haben Holländer, wir haben Schweden und Dänen hier. Die machen alle die Arbeit dieselbe. Da hat es einer vom anderen gesehen, glaube ich, und so, ach, der faked schon wieder, oder sind auf dem Ball. Ich habe schon gefaked, heißt es dann. Manchmal lügen Sonnenaufgänge, selbst in Italien. Plötzlich ziehen Wolken auf, es regnet in Strömen. Die Camper aus Brandenburg stört das wenig. Noch halten die Planen, gefrühstückt wird eben drinnen. Doch dann sammelt sich immer mehr Wasser auf dem Zeltdach. Was genau machen Sie da jetzt? Wasser vom Dingens. Wenn er dann richtig durchhängt, tropft er durch. Weil das Zelt ist schon über 20 Jahre alt. Und halt. Auch für die ganzen Nähte hier, wenn es richtig nass wird, wird alles nass. Hier tropft das alles hier runter an den Stangen schon. Müsste halt weg, aber man hat sich dran gewöhnt. Von seinem alten Zelt aus DDR-Fertigung mag Burkhard Petzke sich nicht trennen. Warum auch? Nachbar Schulz mit seinem nagelneuen Westprodukt hat es auch nicht besser. Jetzt sind wahre Camperqualitäten gefragt. Dank Sonnenschirm wird das Vordach zum Spitzdach. Das Wasser kann ablaufen. Endlich Zeit, zum Alternativprogramm für Regentage überzugehen. Wie sieht denn die Stimmung aus jetzt bei dem Regen? Gut. Also, das darf man sich vermiesen. Das ist gut. Jetzt wird ein bisschen was getrunken und dann. Ja. Eine Kleinigkeit. Nach kurzem Abseits ist die italienische Sonne zurück auf dem Platz. Zum Mittagessen: Bratwurst am Canal Grande. Wer braucht da schon Pizza und Pasta? Bella Italia. Guten Appetit. Also wir sind Camper, ne? Eigentlich schon immer. Das Einfache, also das schlichte Einfache. Wir waren noch nicht im Hotel, haben es nie ausprobiert, ob es uns gefallen würde. Möchtest du mit mir nächstes Mal wegfliegen? Oh ne, ich fliege auch nicht so gerne. 13 Uhr. Der Strand bleibt lebhaft, auf dem Platz herrscht Ruhe. Achtung, liebe Gäste, von 13 bis 15 Uhr ist Mittagsruhe. Und wir bitten Sie, während dieser Zeit alle störenden Geräusche zu vermeiden. Danke. Selbst der Brunnen muss jetzt schweigen. In den Ruhezeiten dürfen auf dem Platz selbstverständlich auch keine Autos fahren. Neuankömmlinge müssen sich gedulden. Auch Familie Norkowski aus Bielefeld muss warten. Jetzt geht's wieder weiter. Die Bielefelder sind mit ihrem Campingwagen bereits zum 7. Mal auf Union Lido. Entscheidend ist der richtige Stellplatz. Lass doch noch mal hier reinschauen. Hier waren wir die letzten Male auch mal in der Gegend. Nee, Wolfgang, lass uns in der anderen Reihe bleiben, da hinten. Weil da ist doch schon das Schwimmbad. Also gehen wir in die andere Reihe. Ja, Iris, hier den Schattenplatz, was hältst du denn davon? Diesen hier fände ich dann auch besser. Warum? Weil da vielleicht auch mal Sonne ist. Gut. Ja, sollen wir den nehmen? Nein, ich möchte jetzt aber noch da oben gucken. Dann hole ich das Auto jetzt. Nee, du musst bestimmt mitgucken. Na gut, du brauchst dich. Iris Norkowski hat klare Vorstellungen vom idealen Platz. Also erstmal hat der Schatten. Dann ist er nicht so weit von den von diesen Waschhäuschen entfernt. Der ist im hinteren Bereich. Der hat auch noch ein bisschen Sonne. Also so, man weiß ja nie, wie das Wetter so ist. Ab und zu will man vielleicht doch Sonne auf dem Platz haben. Es kann natürlich auch sein, dass es sehr heiß ist. Dann ist man froh, wenn man einen Schatten hat. Wolfgang Norkowski hat den Wohnwagen geholt, fährt ihn in Position. So ist gut, ist gut, ist gut. Die letzten Meter sind Handarbeit. Auch der 11-jährige Sohn muss mit anpacken. Der Wohnwagen steckt im Sand fest. Das sieht ja im Moment noch mehr nach Arbeit als nach Urlaub aus. Ja. Es ist nur kurzfristig. Ist das denn lästig oder macht das auch Spaß, gehört dazu? Also auf den Spaß könnte ich verzichten. Aber es hilft ja nichts. Also normalerweise müsste gleich einer der Nachbarn mal vorbeikommen
Und der lässt nicht lange auf sich warten. Nachbarschaftshilfe wird auf Campingplätzen großgeschrieben. Das ist eigentlich bei Camping immer so, dass man hilft und die helfen einem auch. Also ich habe das auch noch nicht auf dem Campingplatz erlebt, dass man sich mit den Nachbarn nicht gut verstanden hat. Geschafft. Ein Halbschattenplatz, ruhig und doch zentral gelegen. Die Platzfrage haben Gohls vor Jahrzehnten ein für alle Mal geklärt. Von Mai bis Oktober ist das Schwarzwaldhaus ihr Heim mit allem, was dazugehört. Ich koche nicht immer selber. Wenn ich Lust habe, koche ich. Und wenn ich keine Lust habe, kocht mein Mann. Dann gehen wir ins Restaurant essen. Mein Mann kann nicht kochen. Was er macht, Bratkartoffel, Bauernfrühstück, das kann er, Kaffee kann er. Und aber sonst, also von der Kocherei, er kann sonst sehr viel, aber kochen ist nicht so sein Ding. Willi Gohl ist eher handwerklich begabt. Die Küche ist Riesis Revier. Der einzige Nachteil, den ich jetzt habe, ist natürlich, zu Hause hat man ja 4 Platten oder so. Hier habe ich nur die 2, jetzt muss ich erst die Bratkartoffel machen und anschließend das Fleisch. Aber das geht ja rucki-zucki, also ist ja kein Problem. Und da es ja sehr warm ist, kühlt es auch nicht schnell aus. Manchmal, wenn ich Reis oder Salzkartoffel oder was habe, die stelle ich dann einfach ins Bett rein und mache eine Decke drauf. Und dann hält es ganz, ganz lang warm. Also ist wirklich kein Problem. Ihr Schwarzwaldhaus liegt an der sogenannten Prachtallee. Hier stehen die Wagen der Dauercamper auf ihren besonders gepflegten Stellplätzen. Über 250.000 Menschen verbringen pro Jahr ihren Urlaub auf Union Lido. Viele sind Stammgäste. Direktor Armando Ballarin weiß genau, warum sie immer wieder kommen. Es ist nicht schwer, die an die Wege halten, weil, wie gesagt, 70% von unseren Gästen sind Gäste, die jedes Jahr wiederkommen. Und die kennen doch unsere Wege und die wollen das haben. Die kommen extra hierher, weil wir der Platz so diesen Service bietet. Und die neue Gäste, ein großer Teil wählen Union Lido wegen seine Organisation. Seit 1955 lieben unzählige Deutsche ihren Union Lido. Selbst das WM-Aus gegen Italien wird daran nichts ändern. Familie Norkowski hat die erste Nacht hinter sich. Schon 7-mal waren sie auf Union Lido, aber für den Telekom-Manager und seine Frau schmeckt Camping nach Freiheit und Abenteuer immer noch. Camping ist für uns trotz alledem die Möglichkeit, wo wir aus dem Alltag gut rauskommen. Weil Alltag heißt ja auch relativ viele Zwänge. Hier zumindest, da können wir uns der Illusion hingeben, dass wir keinerlei Zwänge haben. Und darum fahren wir nach wie vor, zumindest im Sommer, wenn das Wetter ganz gut ist, da machen wir am liebsten Camping. Küchendienst und Wäsche inklusive. Norkowskis haben einen kleinen Wohnwagen ohne Küche, Dusche oder WC. All das gibt's 30 Meter weiter im sogenannten Waschhäuschen. Bezeichnenderweise sind die Waschmaschinen in der Damentoilette und sogar frei heute. Normalerweise, wenn hier richtig Hochbetrieb ist, dann laufen die praktisch 24 Stunden durch. Und man hat immer Probleme, hier eine freie Waschmaschine zu finden. Was für mich jetzt nicht so schlimm ist, wir sind ja nicht so viele Personen und ich kann das bisschen, was ich mal wasche, mit Hand waschen. Die Spülbecken wenigstens stehen auf neutralem Boden zwischen Damen- und Herren-WC. So weit ist die Emanzipation selbst auf einem italienischen Campingplatz schon vorangekommen. Das ist hier natürlich auch schon wirklich ein Nobel-Camping, weil man hier schönes, heißes Wasser hat. Ich habe auch schon auf Campingplätzen gewaschen, wo es nur kaltes Wasser gab. Wir haben auch gespült, nur mit kaltem Wasser. Also das ist hier schon auch von der Ausstattung her wirklich so Luxus-Camping. Letzte Vorbereitungen im Schwarzwaldhaus. Gohls erwarten Gäste. Die Nachbarn sind zum Grillen geladen. Morgen früh wollen Resi und Willi für 2 Wochen zurück nach Deutschland. Der Gastgeber überlässt nichts dem Zufall. Deutsche Perfektion. Grillkontrolle mit Wasserwaage, damit auch bloß kein Fett auf den Boden tropft. Da ist eine Wanne, hier unten ist sie. Und da tropft ja das Fett runter. Und wenn die dann nicht im Wasser ist, dann läuft es irgendwann raus, wenn es zu viel wird. Dann hat man das Ganze auf dem Teppich oder auf dem Boden. Also es sollte einigermaßen Wasser sein. Camping-Etikette. Tagsüber ganz leger in Räuberzivil. Also entweder Badeanzug, Bikini, kurze Hosen, T-Shirts, Hemdchen, also je nachdem Kleidchen oder so. Und dann natürlich abends, wenn man Gäste bekommt oder wenn wir essen gehen, dann wird eben angezogen und sich einfach ein bisschen gerichtet. 19 Uhr, die Gäste kommen.
Jeder bringt etwas zu essen mit. Die große Käseplatte, hygienebewusst unter Frischhaltefolie. Haben Sie sogar recht, aber... Herr Gohl, wieso grillen Sie nicht mit Kohle? Es wäre doch viel leckerer. Ja, würde ich auch gern tun. Oder viele anderen auch. Aber das hat man hier verboten. Zu Recht, weil wenn ein bisschen Wind geht und dann geht eben dieser Rauch rüber zum Nachbarn und das ist ja nicht sehr angenehm. Und heute abends riecht es nach meinem Essen, morgen abends von seinem. Und mit dem Gas ist das viel angenehmer. Auch zum Arbeiten ist es auch angenehmer. Das ist der Grund. Funkenfluch, ne? Und der Funkenfluch noch dazu. Also ja, muss man ja auch. Die Biennennadel, die brennen ja wie Zunde. Richtig. Das kommt noch hinzu, ja, das stimmt, ja. Die Dauercamper kennen sich. Manche schon ein halbes Leben lang. Genau 50 Jahre dieses Jahr. Wir von genau 32 Jahre her. 15 Jahre seit der Jugoslawien-Krise. 50 Jahre. 10 Jahre. Seit 32 Jahren. Seit 31 Jahren. Seit 20 Jahren. Seit 10 Jahren. Willi und Resi lassen, Video sei Dank, noch einmal die gute alte Zeit aufleben. Konrad Adenauer ist Kanzler, alle reden vom Wirtschaftswunder und bei Venedig öffnet Union Lido die Tore. Das war damals eben sehr einfach, primitiv. Der Union Strand war noch mit Steinen und Disteln versehen. Wenn man an den Strand wollte, hat man die Beine voll gehabt mit Disteln. Ja, und damals hat man gezeltet und wie man an den Bildern jetzt hier unschwer erkennen kann, war das sehr einfach und ein primitives Leben. Und trotzdem schön. Es ist einfach schön, wenn man das jetzt so wieder sieht, wie jung man war. Vieles hat sich geändert, manches nicht. Auch in den 50ern wuschen die Deutschen ihren Liebling gerne von Hand. Um 23 Uhr muss der Abend beendet werden. Nachtruhe. Herr Gohl, ist das nicht manchmal dann ärgerlich, dass man wirklich um 23 Uhr aufhören muss? Manchmal schon, ja. Ja, wenn die Stimmung so schön ist wie zum Beispiel heute Abend, ja, dann fällt es ein wenig schwer. Aber es gibt dann einen zweiten Abend und einen dritten Abend. Leise gehen die Gäste nach Hause. So will es die Platzordnung. Gute Nacht, Schwarzwaldhaus. Der nächste Morgen. Reisevorbereitung bei Familie Gohl. Heute geht es nach Deutschland zurück, aber nur mit kleinem Gepäck. Wir haben jetzt nur einen Koffer miteinander, weil wir kommen ja nach 14 Tagen kommen wir ja wieder. Und wir haben Zeug, das einfach immer hier bleibt. Auch für Iris und Wolfgang Norkowski geht der Urlaub langsam zu Ende. Auch sie werden wiederkommen, höchstwahrscheinlich. Also wir haben in der Vergangenheit immer wieder für uns das Resümee gezogen. War super Urlaub, aber das nächste Mal schauen wir uns mal einen anderen Flecken der Erde an. Aber letztendlich sind wir die letzten Jahre dann doch wieder hier gelandet. Und insofern überlassen wir das so ein bisschen den Zufall, ob es das nächste Jahr wieder hier sein wird oder ob wir dann doch mal was anderes besuchen. Union Lido. Für manche nur ein Campingurlaub an der Adria, für andere eine Liebe fürs Leben. Wenn Resi Gohl ihr Schwarzwaldhaus verlassen muss, ist sie schon traurig, bevor die Tür verschlossen ist. Also wenn ich zu Hause bin und von zu Hause weggehe, dann bin ich auch, ach Gott, die Enkel und unser Hundchen. Und ach, da mag ich gar nicht fort. Und wenn ich hier bin, mag ich von hier nicht mehr fort. Also es ist irgendwie doch hier daheim und da daheim. Und man ist irgendwie wehmütig. Also so, ich schaue da noch mal zurück und denke, ach, es war schön, aber ich komme ja wieder. In 14 Tagen sind Gohls zurück. Solange gießen die Nachbarn den Rasen am Schwarzwaldhaus. Mehr über Union Lido, einen der Lieblingscampingplätze der Deutschen, erfahren Sie auf unserer Internetseite unter reportage.zdf.de. Lass im Wasser sein. Campingetikette. Tagsüber ganz leger in Räuberzivil. Also entweder Badeanzug, Bikini, kurze Hosen, T-Shirts, Hemdchen, also je nachdem Kleidchen oder so. Und dann natürlich abends, wenn man Gäste bekommt oder wenn wir essen gehen, dann wird eben angezogen und sich einfach ein bisschen gerichtet. 19 Uhr, die Gäste kommen. Jeder bringt etwas zu essen mit. Die große Käseplatte, hygienebewusst unter Frischhaltefolie. Haben Sie sogar recht, aber... Herr Gohl, wieso grillen Sie nicht mit Kohle? Es wäre doch viel leckerer. Ja, würde ich auch gern tun oder viele anderen auch. Aber das hat man hier verboten, zu Recht, weil... Wenn ein bisschen Wind geht und dann geht eben dieser Rauch rüber zum Nachbarn und das ist ja nicht sehr angenehm. Und heute abends riecht es nach meinem Essen, morgen abends von seinem. Und mit dem Gas ist das viel angenehmer. Auch zum Arbeiten ist es auch angenehmer. Das ist der Grund. Funkenfluch, ne? Und der Funkenfluch noch dazu. Also, die muss man ja auch. Biennennadel, die brennen ja wie Zunde. Richtig.
Das kommt noch hinzu, ja, das stimmt, ja. Die Dauercamper kennen sich, manche schon ein halbes Leben lang. Genau 50 Jahre dieses Jahr. Wir fahren genau 32 Jahre her. 15 Jahre seit der Jugoslawien-Krise. 50 Jahre. 10 Jahre. Seit 32 Jahren. Seit 31 Jahren. Seit 20 Jahren. Seit 10 Jahren. Willi und Resi lassen, Video sei Dank, noch einmal die gute alte Zeit aufleben. Konrad Adenauer ist Kanzler, alle reden vom Wirtschaftswunder und bei Venedig öffnet Union Lido die Tore. Das war damals eben sehr einfach, primitiv. Der Union Strand war noch mit Steinen und Disteln versehen. Wenn man an den Strand wollte, hat man die Beine voll gehabt mit Disteln. Ja, und damals hat man gezeltet und wie man an den Bildern jetzt hier unschwer erkennen kann, war das sehr einfach und ein primitives Leben. Und trotzdem schön. Es ist einfach schön, wenn man das jetzt so wieder sieht, wie jung man war. Vieles hat sich geändert, manches nicht. Auch in den 50ern wuschen die Deutschen ihren Liebling gerne von Hand. Um 23 Uhr muss der Abend beendet werden. Nachtruhe. Herr Gohl, ist das nicht manchmal dann ärgerlich, dass man wirklich um 23 Uhr aufhören muss? Manchmal schon, ja. Ja, wenn die Stimmung so schön ist wie zum Beispiel heute Abend, ja, dann fällt es ein wenig schwer. Aber es gibt dann einen zweiten Abend und einen dritten Abend. Leise gehen die Gäste nach Hause. So will es die Platzordnung. Gute Nacht, Schwarzwaldhaus. Der nächste Morgen. Reisevorbereitung bei Familie Gohl. Heute geht es nach Deutschland zurück, aber nur mit kleinem Gepäck. Wir haben jetzt nur einen Koffer miteinander, weil wir kommen ja nach 14 Tagen kommen wir ja wieder. Und wir haben Zeug, das einfach immer hier bleibt. Die Gohl ist eher handwerklich begabt. Die Küche ist Riesis Revier. Der einzige Nachteil, den ich jetzt habe, ist natürlich, zu Hause hat man ja 4 Platten oder so. Hier habe ich nur die 2, jetzt muss ich erst die Bratkartoffel machen und anschließend das Fleisch. Aber das geht ja rucki zucki, also ist ja kein Problem. Und da es ja sehr warm ist, kühlt es auch nicht schnell aus. Manchmal, wenn ich Reis oder Salzkartoffel oder was habe, die stelle ich dann einfach ins Bett rein und mache eine Decke drauf. Und dann hält es ganz, ganz lang warm. Also ist wirklich kein Problem. Ihr Schwarzwaldhaus liegt an der sogenannten Prachtallee. Hier stehen die Wagen der Dauercamper auf ihren besonders gepflegten Stellplätzen. Über eine Viertelmillion Menschen verbringen pro Jahr ihren Urlaub auf Union Lido. Viele sind Stammgäste. Direktor Armando Ballarin weiß genau, warum sie immer wieder kommen. Es ist nicht schwer, die an die Regel halten, weil, wie gesagt, 70% von unseren Gästen sind Gäste, die jedes Jahr wiederkommen. Und die kennen doch unsere Regel und die wollen das haben. Die kommen extra hierher, weil wir der Platz so diesen Service bietet. Und die neue Gäste, ein großer Teil wählen Union Lido wegen seiner Organisation. Seit 1955 lieben unzählige Deutsche ihren Union Lido. Selbst das WM-Aus gegen Italien wird daran nichts ändern. Familie Norkowski hat die erste Nacht hinter sich. Schon 7-mal waren sie auf Union Lido, aber für den Telekom-Manager und seine Frau schmeckt Camping nach Freiheit und Abenteuer immer noch. Camping ist für uns trotz alledem die Möglichkeit, wo wir aus dem Alltag gut rauskommen. Weil Alltag heißt ja auch relativ viele Zwänge. Hier zumindest, da können wir uns der Illusion hingeben, dass wir keinerlei Zwänge haben. Und darum fahren wir nach wie vor, zumindest im Sommer, wenn das Wetter ganz gut ist, da machen wir am liebsten Camping. Küchendienst und Wäsche inklusive. Norkowskis haben einen kleinen Wohnwagen ohne Küche, Dusche oder WC. All das gibt's 30 Meter weiter, im sogenannten Waschhäuschen. Bezeichnenderweise sind die Waschmaschinen in der Damentoilette und sogar frei heute. Normalerweise, wenn hier richtig Hochbetrieb ist, dann laufen die praktisch 24 Stunden durch. Und man hat immer Probleme, hier eine freie Waschmaschine zu finden. Was für mich jetzt nicht so schlimm ist, wir sind ja nicht so viele Personen und ich kann das bisschen, was ich mal wasche, mit Hand waschen. Die Spülbecken wenigstens stehen auf neutralem Boden zwischen Damen- und Herren-WC. So weit ist die Emanzipation selbst auf einem italienischen Campingplatz schon vorangekommen. Das ist hier natürlich auch schon wirklich Nobel-Camping, weil man hier schönes, heißes Wasser hat. Ich habe auch schon auf Campingplätzen gewaschen, wo es nur kaltes Wasser gab. Wir haben auch gespült, nur mit kaltem Wasser. Also das
wenn ein bisschen Wind geht und dann geht eben dieser Rauch rüber zum Nachbarn und das ist ja nicht sehr angenehm. Und heute abends riecht es nach meinem Essen, morgen abends von seinem und mit dem Gas ist das viel angenehmer. Auch zum Arbeiten ist es auch angenehmer. Das ist der Grund. Funkenfluch, ne? Und der Funkenfluch noch dazu, also da muss man ja auch. Die Biennennadel, die brennen ja wie Zunte. Richtig. Das kommt noch hinzu, ja, das stimmt, ja. Die Dauercamper kennen sich, manche schon ein halbes Leben lang. Genau 50 Jahre dieses Jahr. Wir fahren genau 32 Jahre her. 15 Jahre seit der Jugoslawienkrise. 50 Jahre. 10 Jahre. Seit 32 Jahren. Seit 31 Jahren. Seit 20 Jahren. Seit 10 Jahren. Willi und Resi lassen, Video sei Dank, noch einmal die gute alte Zeit aufleben. Konrad Adenauer ist Kanzler, alle reden vom Wirtschaftswunder und bei Venedig öffnet Union Lido die Tore. Das war damals eben sehr einfach, primitiv. Der Union Strand war noch mit Steinen und Disteln versehen. Wenn man an den Strand wollte, hat man die Beine voll gehabt mit Disteln. Ja, und damals hat man gezeltet und wie man an den Bildern jetzt hier unschwer erkennen kann, war das sehr einfach und ein primitives Leben. Und trotzdem schön. Es ist einfach schön, wenn man das jetzt so wieder sieht, wie jung man war. Vieles hat sich geändert, manches nicht. Auch in den 50ern wuschen die Deutschen ihren Liebling gerne von Hand. Um 23 Uhr muss der Abend beendet werden. Nachtruhe. Herr Gohl, ist das nicht manchmal dann ärgerlich, dass man wirklich um 23 Uhr aufhören muss? Manchmal schon, ja. Ja, wenn die Stimmung so schön ist wie zum Beispiel heute Abend, ja, dann fällt es ein wenig schwer. Aber es gibt dann einen zweiten Abend und einen dritten Abend. Leise gehen die Gäste nach Hause. So will es die Platzordnung. Gute Nacht, Schwarzwaldhaus. Der nächste Morgen. Reisevorbereitung bei Familie Gohl. Heute geht es nach Deutschland zurück, aber nur mit kleinem Gepäck. Wir haben jetzt nur einen Koffer miteinander, weil wir kommen ja nach 14 Tagen kommen wir ja wieder. Und wir haben Zeug, das einfach immer hier bleibt. Auch für Iris und Wolfgang Norkowski geht der Urlaub langsam zu Ende. Auch sie werden wiederkommen, höchstwahrscheinlich. Also wir haben in der Vergangenheit immer wieder für uns das Resümee gezogen. War super Urlaub, aber das nächste Mal schauen wir uns mal einen anderen Flecken der Erde an. Aber letztendlich sind wir die letzten Jahre dann doch wieder hier gelandet. Und insofern überlassen wir das so ein bisschen den Zufall, ob es das nächste Jahr wieder hier sein wird oder ob wir dann doch mal was anderes besuchen. Union Lido. Für manche nur ein Campingurlaub an der Adria, für andere eine Liebe fürs Leben. Wenn Resi Gohl ihr Schwarzwaldhaus verlassen muss, ist sie schon traurig, bevor die Tür verschlossen ist. Also wenn ich zu Hause bin und von zu Hause nicht so sein Ding. Willi Gohl ist eher handwerklich begabt. Die Küche ist Resis Revier. Der einzige Nachteil, den ich jetzt habe, ist natürlich, zu Hause hat man ja 4 Platten oder so. Hier habe ich nur die 2, jetzt muss ich erst die Bratkartoffel machen und anschließend das Fleisch. Aber das geht ja rucki zucki, also ist ja kein Problem. Und da es ja sehr warm ist, kühlt es auch nicht schnell aus. Manchmal, wenn ich Reis oder Salzkartoffel oder was habe, die stelle ich dann einfach ins Bett rein und mache eine Decke drauf. Und dann hält es ganz, ganz lang warm. Also ist wirklich kein Problem. Ihr Schwarzwaldhaus liegt an der sogenannten Prachtallee. Hier stehen die Wagen der Dauercamper auf ihren besonders gepflegten Stellplätzen. Über 250.000 Menschen verbringen pro Jahr ihren Urlaub auf Union Lido. Viele sind Stammgäste. Direktor Armando Ballarin weiß genau, warum sie immer wieder kommen. Es ist nicht schwer, die an die Regel halten, weil, wie gesagt, 70% von unseren Gästen sind Gäste, die jedes Jahr wiederkommen. Und die kennen doch unsere Regel und die wollen das haben. Die kommen extra hierher, weil wir der Platz so diesen Service bietet. Und die neue Gäste, ein großer Teil wählen Union Lido wegen seine Organisation. Seit 1955 lieben unzählige Deutsche ihren Union Lido. Selbst das WM-Aus gegen Italien wird daran nichts ändern. Familie Norkowski hat die erste Nacht hinter sich. Schon 7-mal waren sie auf Union Lido, aber für den Telekom-Manager und seine Frau schmeckt Camping nach Freiheit und Abenteuer immer noch. Camping ist für uns trotz alledem die Möglichkeit, wo wir aus dem Alltag gut rauskommen. Weil Alltag heißt ja auch relativ viele Zwänge. Hier zumindest, da können wir uns der Illusion hingeben, dass wir keinerlei Zwänge haben. Und darum fahren wir nach wie vor, zumindest im Sommer, wenn das Wetter ganz gut ist, da machen wir am liebsten Camping.
Küchendienst und Wäsche inklusive. Neukowskis haben einen kleinen Wohnwagen ohne Küche, Dusche oder WC. All das gibt's 30 Meter weiter, im sogenannten Waschhäuschen. Bezeichnenderweise sind die Waschmaschinen in der Damentoilette und sogar frei heute. Normalerweise, wenn hier richtig Hochbetrieb ist, dann laufen die praktisch 24 Stunden durch. Und man hat immer Probleme, hier eine freie Waschmaschine zu finden. Was für mich jetzt nicht so schlimm ist, wir sind ja nicht so viele Personen und ich kann das bisschen, was ich mal wasche, mit Hand waschen. Die Spülbecken wenigstens stehen auf neutralem Boden zwischen Damen- und Herren-WC. So weit ist die Emanzipation selbst auf einem italienischen Campingplatz schon vorangekommen. Das ist hier natürlich auch schon wirklich ein Nobel-Camping, weil man hier schönes, heißes Wasser hat. Ich habe auch schon auf Campingplätzen gewaschen, wo es nur kaltes Wasser gab. Wir haben auch gespült. Nur Handtuch und Sonnenschirme. Anru, drück mal den Stuhl vor hier. Den Stuhl. Den stellen wir hier hin, dass uns vor uns keiner liegt. Ja, so ungefähr. Nee, noch weiter hier, stellen wir hier vorne hin. Noch ist der Strand leer, doch das wird sich schnell ändern. Die erste Reihe ist begehrt. Wer zuerst kommt, den küsst die Welle. Dauercamper Resi und Willi Gohl müssen nicht suchen. Sie kennen ihre Stelle am Strand seit 50 Jahren. Ein Stück weit weg vom Wasser und den ungeliebten Kurzzeitcampern. Natürlich hat Willi Gohl seinen Strandwagen selbst gebaut. Das Besondere ist das Nacharbeiten von dem Wagen. Dieser Wagen ist ein Sackhahn, sagt man dazu. Und den hat man zu Hause im Baumarkt kaufen können. Aber ich habe diesen Kasten hierher gemacht, sodass von hier aus die Sonnenschirme reingesteckt werden können. Und das Brett verlängert. Normal hört das ja hier auf. Und das passen jetzt genau die Liegen drauf. Und die Reifen sind groß genug. Wir haben vorher einen Wagen gehabt, da waren so kleine Reifen drauf. Und dann hat man mehr Sand mitgezogen. Und es war sehr schwer. Aber diese Reifen sind so groß, dass sie nicht so stark versinken im Sand. 2 Stunden später. Europa hat Ferien, der Strand ist voll. Wer jetzt erst kommt, dem bleibt die 6. Reihe. Vorne am Wasser, Frühaufsteher, Platzreservierer und die Kinder. Auch die Brandenburger Campingfreunde sind jetzt vollzählig. Bianca und Volker Schulz haben den Strand inspiziert und für tauglich befunden. Sehr, sehr sauber. Sind keine Algen, kein Tank und auch kein Müll. Ist ja auch immer ganz wichtig, ne? Und wie gesagt, ein ganz breiter Strand. Man hat Platz vor allem. Ja. Naja, nach Platz sieht das hier im Moment nicht so wirklich aus. Ja, doch, wir sitzen doch. Hier, wir haben noch Platz für mich. Man kann ja auch hochrücken noch ein Stück, da hinten ist ja noch Platz. Und wieso machen Sie das nicht? Das heißt, man ist dicht am Wasser, stimmt? Wir sind rechtzeitig hier gewesen, haben jetzt hier unser Reich und sind damit zufrieden. Schön dicht am Wasser. Dicht am Wasser. Und nur hier sind auch die Strandverkäufer. Auch für sie gibt es Regeln. Weiter zwischen die Reihen der Badegäste dürfen sie nicht. Sind die Handtuchverkäufer manchmal lästig? Nein, die dürfen auch nicht jetzt stehen bleiben für maximal 2 Minuten. Und sonst sind die Bademeister schon hier. Und also, nee, lästig sind sie nicht. Für die deutsche Ordnung am Strand nahe Venedig ist Bademeister Stefano zuständig. Ein Handtuchverkäufer hat Gästen aufdringlich Waren angeboten. Schon wird er ermahnt. Auch Ballspielen und laut Radio hören ist hier verboten. Den wachsamen Augen des Strandkontrolleurs entgeht nichts. Baywatch an der Adria. Seit 21 Jahren wacht Rettungsschwimmer Stefano über seine deutschen Gäste. Unter seiner Aufsicht schwimmt man sicher. Sehen schon, sie schmecken auch, aber so wie sie, wie diese hier nicht. Sie sind einfach so wie zu Hause, ja. Ganz wie zu Hause. Genau so hat Resi Gohl inzwischen auch das Frühstück vorbereitet. Ja, das klingt gut. Super, keine, ja, ja. Keine Schlange. Du kannst ja da mal schon mal reinmachen, dann stellen wir es vielleicht runter. Ich bringe nämlich noch den Kaffee, ne? Resi Gohl schwärmt von der Freiheit des Campens. Hier kann ich morgens rausgehen, ich kann mir die Zeit einteilen, ich kann frühstücken, wann ich möchte, wie ich möchte, ob ich im Bikini, im Badeanzug oder angezogen, das spielt gar keine Rolle. Ich kann tun und lassen hier ohne Einschränkungen. Aber jetzt gerade besonders hier gibt es doch viele Einschränkungen und Regeln. Also diese Einschränkungen und Regeln, die müssen sein. Bei so vielen Leuten auf dem Platz, also wir haben ja in der Hauptsaison, schätze ich mal, so 12.000 Menschen am Platz. Auch wenn es weniger sind. Ich meine, eine gewisse Ruhe und Rücksichtnahme, das muss sein. Regel Nummer 1, ganz wie zu Hause. Ordnung muss sein, ja.
Also das könnten wir auch nicht so leben, dass der Hof bedeckt wäre mit diesen Nadeln und wir würden es nicht wegmachen. Das könnte ich auf keinen Fall. Ist das auch so ein bisschen typisch deutsch? Ich finde schon, ja. Das ist sicher. Obwohl wir haben ja Italiener, wir haben Holländer, wir haben Schweden und Dänen hier. Die machen alle die Arbeit dieselbe. Da hat es einer vom anderen gesehen, glaube ich, und so, ach, der faked schon wieder, oder ist auf dem Bein. Ich habe schon gefaked, heißt es dann. Manchmal lügen Sonnenaufgänge, selbst in Italien. Plötzlich ziehen Wolken auf, es regnet in Strömen. Die Camper aus Brandenburg stört das wenig. Noch halten die Planen, gefrühstückt wird eben drinnen. Doch dann sammelt sich immer mehr Wasser auf dem Zeltdach. Was genau machen Sie da jetzt? Wasser vom Dingens. Wenn er dann richtig durchhängt, tropft er durch. Weil das Zelt ist schon über 20 Jahre alt. Und halt. Auch für die ganzen Nähte hier, wenn es richtig nass wird, wird alles nass. Hier tropft das alles hier runter an den Stangen schon. Müsste halt weg, aber man hat sich dran gewöhnt. Von seinem alten Zelt aus DDR-Fertigung mag Burkhard Petzke sich nicht trennen. Warum auch? Nachbar Schulz mit seinem nagelneuen Westprodukt hat es auch nicht besser. Jetzt sind wahre Camperqualitäten gefragt. Dank Sonnenschirm wird das Vordach zum Spitzdach. Das Wasser kann ablaufen. Endlich Zeit, zum Alternativprogramm für Regentage überzugehen. Wie sieht denn die Stimmung aus jetzt bei dem Regen? Gut. Also, das darf man sich vermiesen. Das ist gut. Jetzt wird ein bisschen was getrunken und dann. Ja. Eine Kleinigkeit. Nach kurzem Abseits ist die italienische Sonne zurück auf dem Platz. Zum Mittagessen: Bratwurst am Canal Grande. Wer braucht da schon Pizza und Pasta? Bella Italia. Guten Appetit. Lügen Sonnenaufgänge, selbst in Italien. Plötzlich ziehen Wolken auf, es regnet in Strömen. Die Camper aus Brandenburg stört das wenig. Noch halten die Planen, gefrühstückt wird eben drinnen. Doch dann sammelt sich immer mehr Wasser auf dem Zeltdach. Was genau machen Sie da jetzt? Wasser vom Dingens. Wenn er dann richtig durchhängt, tropft er durch. Weil das Zelt ist schon über 20 Jahre alt. Und halt. Auch für die ganzen Nähte hier, wenn es richtig nass wird, wird alles nass. Hier tropft das alles hier runter an den Stangen schon. Müsste halt weg, aber man hat sich dran gewöhnt. Von seinem alten Zelt aus DDR-Fertigung mag Burkhard Petzke sich nicht trennen. Warum auch? Nachbar Schulz mit seinem nagelneuen Westprodukt hat es auch nicht besser. Jetzt sind wahre Camperqualitäten gefragt. Dank Sonnenschirm wird das Vordach zum Spitzdach. Das Wasser kann ablaufen. Endlich Zeit, zum Alternativprogramm für Regentage überzugehen. Wie sieht denn die Stimmung aus jetzt bei dem Regen? Gut. Also, das darf man sich vermiesen. Das ist gut. Jetzt wird ein bisschen was getrunken und dann. Ja. Eine Kleinigkeit. Nach kurzem Abseits ist die italienische Sonne zurück auf dem Platz. Zum Mittagessen: Bratwurst am Canal Grande. Wer braucht da schon Pizza und Pasta? Bella Italia. Guten Appetit. Also wir sind Camper, ne? Eigentlich schon immer. Das Einfache, also schlichte Einfache. Wir waren noch nicht im Hotel, haben es nie ausprobiert, ob es uns gefallen würde. Möchtest du mit mir nächstes Mal wegfliegen? Oh ne, ich fliege auch nicht so gerne. 13 Uhr. Der Strand bleibt lebhaft, auf dem Platz herrscht Ruhe. Achtung, liebe Gäste, von 13 bis 15 Uhr ist Mittagsruhe. Und wir bitten Sie, während dieser Zeit alle störenden Geräusche zu vermeiden. Danke. Selbst der Brunnen muss jetzt schweigen. In den Ruhezeiten dürfen auf dem Platz selbstverständlich auch keine Autos fahren. Neuankömmlinge müssen sich gedulden. Auch Familie Norkowski aus Bielefeld muss warten. Jetzt geht's wieder weiter. Die Bielefelder sind mit ihrem Campingwagen bereits zum 7. Mal auf Union Lido. Entscheidend ist der richtige Stellplatz. Lass doch noch mal hier reinschauen. Hier waren wir die letzten Male auch mal in der Gegend. Nee, Wolfgang, lass uns in der anderen Reihe bleiben, da hinten. Weil da ist doch schon das Schwimmbad. Also gehen wir in die andere Reihe. Ja, Iris, hier den Schattenplatz. Was hältst du denn davon? Diesen hier fände ich dann auch besser. Warum? Weil da vielleicht auch mal Sonne ist. Gut. Ja, sollen wir den nehmen? Nein, ich möchte jetzt aber noch da oben gucken. Dann hole ich das Auto jetzt. Nee, du musst bestimmt mitgucken. Na gut, du brauchst nicht gucken.